Im zweiten DLC von Far Cry 5 Lost on Mars dreht sich alles um den roten Planeten. Hier treffen wir Herc an, oder zumindest seinen Kopf. Denn um die Erde vor einer Invasion zu retten, musste er seine Körperteile abgeben, damit eine mächtigere Maschine weiterleben kann. Naja, so richtig habe ich die Story gar nicht verstanden. Aber egal. Knackscharfe Texturen, überarbeitete Waffen, neues Setting, raues Ödland. All diese Dinge finden wir im neuen DLC. Dabei ist der Spielablauf ziemlich einfach. Wir müssen wie in Far Cry 4 Türme erklimmen, um weitere Bereiche auf der Karte freizuschalten. Um diese Türme zu aktivieren, braucht man sogenannte Energiezellen. Die findet man überall auf der Karte verstreut und in sogenannten Königskrabben. Das sind sogenannte Bosse und von denen gibt es gleich 15 Stück. Alleine sind die Königskrabben schon schwer zu besiegen. Dann gibt es aber noch die normalen Gegner, die uns nebenher auch noch angreifen und die ganze Sache nochmal erschweren. Zum Höhepunkt kommt es dann, wenn wir gegen drei Königskrabben und normale Gegner auf einmal kämpfen müssen. Da kann man schon das ein oder andere Mal ins Gras beißen. Die Spieldauer erstreckt sich ungefähr auf 4-6 Stunden, je nachdem wie viele Missionen und wie viele Nebenquests man macht. Als Fazit zu dieser Erweiterung kann ich sagen, dass es ein lustiges neues Setting ist, welches sich aber aufgrund der vielen Bosskämpfe unnötig in die Länge zieht. Wer den Season Pass aber schon besitzt, der sollte auf jeden Fall einen Blick in das neue DLC reinwerfen, denn alleine schon das Fliegen mit dem Jetpack macht ordentlich Spaß. Gäbe es in dieser Erweiterung einen Funken mehr Abwechslung, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber so zieht sich das unnötig in die Länge und es gibt einfach zu viele Bosskämpfe, die sich immer gleich anfühlen. Ganz misslungen ist dieses DLC ja nicht, aber so ganz das Erwartete ist es eben auch nicht. Ich hoffe, euch hat mein Fazit gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann, ciao.